So, heute wieder Gold waschen. Und zwar hat mir wieder einer einen Geheimtipp zugeschickt. Ich muss zugeben, ich habe schon jede Menge Geheimtipps zugeschickt bekommen. Habe es aber bis jetzt nicht geschafft. Aber jetzt werde ich wieder Gold waschen. Ich habe alles dabei. Dafür braucht man zum Glück nur eine kleine Ausrüstung für die ganze Geschichte hier. Wasserfeste Handschuhe, weil Wasser ist natürlich kalt. Ne? Pipette, um das Gold rauszuziehen und ein kleines Gläschen, wo wir dann unser Gold reinmachen, wenn wir Gold finden. Also wie gesagt, mir wurde angeschrieben, ich sollte hier mal gucken, das wäre ein Geheimtipp. Ich garantiere den Leuten auch immer, ich komme nur einmal her, ich filme nur einmal, ich zeige so wenig wie möglich von dem quasi Umfeld. Und wenn ich Gold finde, komme ich definitiv auch kein zweites Mal wieder. Also am Ende geht es dir ja auch nicht. Am Ende geht es mir um die Entspannung und nicht um... Also ich muss schon ein bisschen Erfolg muss ich schon haben. Ja. So sind wir nun mal. Trotzdem will ich mich entspannen dabei. Also wir legen jetzt los. Ich trecke mich jetzt an hier. Pack die Sachen mal in eine Tasche. Soll ich dir was abnehmen? Die brauchen wir bestimmt. Und dann holst keine Hilfe. Werden wir anfangen hier. Doch. Werden wir hier anfangen mit dem Goldwaschen. Ja, ich habe meine Schwingtechnik vielleicht ein bisschen optimiert. Ihr könnt das ja selber beurteilen. Ich habe das jetzt ein paar Mal öfter gemacht, wo ich euch nicht mitgenommen habe. Und deswegen, ja. Also wie gesagt, uns wurde gesagt, dass wir hierher sollen, ein bisschen tiefer so ruhig gehen. An den Stellen oben auf würde nicht so viel liegen. Also ziehen wir jetzt erstmal die erste Schicht ab. Er hat gesagt, so 5 bis 10 cm, die erste Schicht sollte man ruhig abziehen. Das machen wir jetzt. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt haben wir auch schon ein bisschen Material hier drin. Ist sehr lehmig. Sehr lehmig. Keine Steine drin. Auf jeden Fall wenig. Was hast du bedeuten, dass keine Steine drin sind? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ja ein Hobbysucher. Entspannungssucher, würde ich eher sagen. Ein Entspannungssucher, oder? Genau. Und also ganz ehrlich, das Wasser sieht so genial aus. Also wenn es jetzt so 30 Grad wäre, würde ich da jetzt schon reinspringen. 25 würde ich es auch schon machen. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich flitze von einem Geheimtipp zum anderen. Und bis jetzt habe ich aber auch nur zweimal Glück gehabt. Einmal habe ich euch das gezeigt, müsst ihr mal gucken. Und einmal, habe ich euch das nicht gezeigt. Also wir haben da was drin, es ist aber kein Gold. Guck mal hier, da so kleine weiße Flakes. Sind das, es ist so ein bisschen, ist ein bisschen wie Goldflakes, aber ist eben weiß. Ich schätze mal, dass das irgendwie Muscheln sind. Wir haben hier vorne nicht, aber da hinten am Anfang hatten wir eine ganze Menge Muscheln. Vielleicht sind das so ein bisschen die Überreste von den Muscheln, aber ich bin natürlich tapfer, ich mache weiter. Hier in meinem angefangenen Krater. Ich werde aber auf jeden Fall noch werden wir um See umzulaufen und werden an verschiedenen Stellen gucken. Er hat uns gesagt, wir sollen ruhig umzulaufen, immer mal ein bisschen tiefer buddeln und dann hätten wir mit Sicherheit Erfolg an den Stellen. Ja, jeder hat so ein bisschen seine Technik. Ich meine, dass meine Technik okay ist. Freaks und Quacks. Warte. Sehen wir jetzt gleich hier einen Stein. Oh Mann, aber jetzt hast du weggemacht. Aber das sieht echt interessant aus, ne? Das leuchtet so. Ja, aber es ist kein Gold. Nee, aber es leuchtet trotzdem interessant. Ja. So, wir gehen jetzt mal einen weiter. Leuchtet trotzdem schön. Es leuchtet. So, neue Stelle suche, neue Stelle, gleiche Welle. Wie gesagt, er hat uns gesagt, wir sollen ruhig ein bisschen im Zug rennen. Er hat uns so ein, zwei Positionen genannt, wo wir hin können mit unseren Schüsselchen hier. Hier ist wieder eine der Positionen. Wie gesagt, ist sehr schön hier. Es geht extrem tief runter, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir kommen hier nochmal her zum Reinigen hier und mit unserem Tauchanzug. Und dann wollen wir nochmal richtig loslegen.
Aber jetzt sind wir ja nicht dafür da, sondern jetzt wird Gold gewaschen. Natürlich räumen wir hier die Taschentücher und den Scheiß weg, wenn wir hier langlaufen. Ich meine, brauchen wir gar nicht drüber zu quatschen, ne? Aber einige von euch hätten jetzt sicherlich wieder geschrieben, der hat ein Taschentuch. Genau, das haben wir gesehen. So, hier machen wir es wieder genauso. Und da haben wir auch schon Stein. Stein ist eigentlich meiner Meinung nach nicht schlecht unbedingt. Ist auch noch ein schöner Stein. Guck mal hier, das ist ein heller Feuerstein, oder? Also einen schönen Stein haben wir schon mal gefunden. Der kommt auch in der Tasche, den finde ich gut. Also nicht nur ich sammle die gut. Aber der ist doch echt schön, oder? Mhm. Meiner. So. Und dann machen wir noch ein bisschen buddeln jetzt hier. Und da haben wir auch schon wieder. Das sieht ja auch schon ein bisschen anders aus. Immer noch so lehmig und matschig. Aber es ist mehr Schniedelwurzkram drin hier. Zum Beispiel noch ein Stein. Der sieht aber genauso aus wie der andere eben, ist nur kleiner. Am letzten Mal, wo wir das quasi vor der Kamera gefunden haben, das Gold, da haben wir an Stein quasi. Es hat sich unter den Stein gesammelt gehabt, das bisschen, was wir da rausgeholt haben. Allerdings haben dann auch viele geschrieben, oh, jetzt will er reich werden mit Gold suchen. Ja, es bringt noch nicht mal 1 Cent. Also guckt euch das Video an und das Gold, was da drinnen war, in der Pfanne ist noch nicht mal 1 Cent wert gewesen. Oder vielleicht 1 Cent. Also es ist wirklich nur ein bisschen Spaß haben. Und wir sind natürlich auch viel länger hier, als wir jetzt 10, 20 Minuten für das Video. Guckt, hier sind schon ein paar mehr Steine drin. Aber kein Gold zu sehen, ne? Ich mach mal noch eine Pfanne klar. Aber hier ist es schon wesentlich, das hat er mir ja auch gesagt, umso mehr kleine Steine da drin sind, umso größer ist der Erfolg an der Stelle. Der vermeintliche. Wir werden es sehen. Weiter geilert. So. Nichts funkelt. Ich mache noch mal einen Schwapp noch ein bisschen hier. Nö. Da ist wieder nichts drin. Außer Steinchen. So, dann gehen wir jetzt wieder weiter in die nächste Position. Seid gespannt. So, nächstes Abenteuer. Genau, dritte Stelle. Dritte Welle. Dritte Welle. Und hier muss man aber echt aufpassen. Ne? Hier sieht es gar nicht so tief aus. Das muss man erzählen. Ich will reingehen. Blub. Ruckzuck weg. Ja, diesmal machen wir es aber nicht nach einem Tipp, sondern wir fangen gleich oben an. Ja gut, wenn man noch tiefer wäre, echt klasse, ne? Aber... Hm, wie meinst du noch tiefer? Ja, tiefer ist heute zu kalt, dafür bist du falsch gestartet. Du meinst reingehen ins Wasser? Ja, ich hab eine Höhle gefunden. Das ist eine Hasenhöhle. Das kann sein. Guck mal, ich zeig euch das mal. Du kannst mal weitermachen. Ja. Spannende Sache. Klopf, klopf. Wer ist da? So, weiter geht's. Also hier haben wir auf jeden Fall mehr Steine drin. Und noch anderes Material. Ich glaube, dass du oben drauf warst. Oh, was ist das denn? Da so leuchtet. Mhm. Da ist nichts, leider nicht. Nicht reinfallen, Süße. Nee, ich bin hier kleben geblieben. Nee, leider nicht. Leider nicht. Wir holen nochmal nach und dann geht das gleich weiter. Ich würde mal da vorne irgendwie vielleicht nochmal gucken. Ja, mache ich. So, weiter geht's dazu. So, weiter geidert. Ein bisschen weiter rechts rausgenommen. Jetzt aber auch schon die 10. Pfanne hier an der Stelle. Aber ich bin noch ein bisschen heiß, weil ich jedes Mal Steine hatte.
jedes Mal Steine hatte. Und ich glaube auch, ich hatte schon ein, zwei kleine Flakes. Vielleicht auch nicht. Oh, da glitzert schon. Ich glaube, ich habe was gesehen. Guck mal hier, Leute. Oh ja. Jetzt haben wir was. Ja, jetzt sind wir aber auch schon ein paar Stündchen hier. So langsam wird die Entspannung von dem von der Erfolgserwartung abgelöst. Jetzt ist es wieder weg. Vielleicht war das auch nichts, weil wenn das leichter ist und das beim Schwenken rausschwappt, dann ist das nämlich auf keinen Fall was. Dann war das nur, weiß ich was. Aber wir haben was. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder was schimmern gesehen. So viel dazu, dass jeder seine Schwenkrichtung hat. Das ist richtig viel, glaube ich, oder? Da haben wir, glaube ich, die richtige Stelle erwischt. Da werden wir gleich mal... Jo, guck dir das mal an, ey. Ich sehe gar nichts. Echt nicht? Nee, vorhin einmal kurz, ja, aber jetzt ist alles... Ja, Leute, guck mal hier. Da. Ah. Da ist was. Du schwenkst ja immer weiter. Ja, jetzt habe ich auch was gesehen. Aber ja, ich muss ja schwenken. Wir müssen das ja wegkriegen hier. Ja, aber du redest und schwenkst und zack, ist wieder weg. Nee, ich schwenke das nicht weg. Ich sammle das unten. Ja, und das habe ich nun verstanden. Da, jetzt sehe ich es. Ja. Oh, alter Schwede, das ist richtig viel. Wahnsinn. Oh ja, ich habe es gesehen. Hast du gesehen? Von wegen, ich kann nicht schwenken. Guck dir die Schwenktechnik an hier. Das ist ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht schwenken kannst. Ich habe gesagt, du schwenkst und redest und sagst, oh, guck mal da, und dann schwenkt was weg. Aber guck mal, wie viel das ist. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, Hammer. Das ist doch echt mal eine gelungene Schüssel. Pfanne. Entschuldigung, Pfanne sagt man dazu. Und wir werden das jetzt ein bisschen hier unten so machen. Guck mal hier. Da haben wir es. Und zwar werden wir das jetzt gleich mit dieser Pipette hier. Werden wir uns das hier rausholen. Nach und nach, Stück für Stück. Und werden das denn sicher, vermeintlich sicher. Da haben wir auch was, ne? Das ist auch was, oder? Ja. Sieht so aus. Ich bin ja hier kein Profi. Ich will aufpassen, dass ich hier nicht in die Fluten abrutsche. Ja, besser ist das. Ruckzuck geht das hier tief ab. Zack, bin ich drin, die Kamera weg. Ob das natürlich jetzt echt ist oder nicht, weiß der Teufel. Es kann auch Katzengold sein. Aber wie kommt Katzengold dahin? Ich weiß es nicht. Du pustest das weg? Ja, ich mach das mit Absicht. Weil ich ja nicht alles. Ich will gerne so viel wie möglich drauf haben hier. So, wir. Du kannst das nicht. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, ja. Ja, ich mach mal kurz, warte mal eben. Lass. So, Leute. Da soll es jetzt drinne sein. Warte mal, wir machen es anders. So, vielleicht sehen wir es so besser. Da, dreh nochmal. Jetzt haben wir es gerade gesehen. Jetzt da sieht man es wieder. Jetzt drinne sein, ja. Da ist es. Jetzt hat man es gesehen. Schüttel mal ein bisschen. Da ist das drinne. Ja, ein bisschen viel Sand mit drin. Warte. Da, raus wieder. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir es eingesammelt. Da. Da, jetzt. Da ist es wieder. Jetzt sieht man es richtig gut. Da. Das ist unsere Ausbeute. Natürlich machen wir jetzt noch weiter, jetzt sind wir angefixt. Mal gucken, ob wir noch ein Video machen, wissen wir nicht, weil jetzt wollen wir... ja, wir sind auch extrem lange hier, ne? Goldschirr-Fan. So, also guck ich mal in anderen Videos an, klickst ein Abo, hast du mal gern gesehen. Adios, ciao, goodbye.